Die Magdeburger Verkehrsbetriebe waren immer ein Vorzeigeobjekt. Als erster Verkehrsbetrieb in der DDR konnten hier bereits 1976 die letzten zwei Achser abgestellt werden. 1968 und 1969, als unsere Aufnahmen entstanden, war es noch längst nicht so weit. Die Beiwagen stammen sogar aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Der fast nagelneue Wagen 416, gebaut 1966 bei der Waggonfabrik Gotha. Am Maxim-Gorki-Theater herrschte stets reger Betrieb. Ein ganzes Streckenbündel führte durch die autofreie Karl-Marx-Straße und bot reichhaltige Umsteigemöglichkeiten. Die Linie 10 verband seinerzeit die Stadtteile Sudenburg und Rothensee. Die Tafeln mit der Aufschrift OS stehen für ohne Schaffner und weisen die Fahrgäste auf diese Betriebsform hin. Wagen 71, ein sogenannter Magdeburger Hecht, vor dem Blauen Bock, einem damals neu erbauten Apartmenthaus in Plattenbauweise. Die Linie 4 auf dem Weg nach Krakau. Im Hintergrund die stalinistischen Bauten aus den ersten Nachkriegsjahren. Der 1. Mai 1968 musste gefeiert werden. Und so trägt auch Triebwagen 127 entsprechenden Schmuck. Plattenbauten prägten schon damals das Bild der Karl-Marx-Straße, heute Breiter Weg genannt. Triebwagen 124, ein Niesky-Produkt von 1928, rollt am Blauen Bock vorbei. Und mit einem Dreiwagenzug in Richtung Sudenburg verabschieden wir uns aus Magdeburg.